Kochen 2.7.2018 mit Fernsehkoch seltsam McKenzie YouTube. Pochierte Birne mit Burrata und gebratenem Radicchio mittelschwer, raffiniert für 4 Portionen 150 ml weißer Portwein, 180 ml roter Portwein, 100 ml Wermut, 60 ml Aceto Balsamico, Klammer auf zum Beispiel Neuliprat, Klammer zu, 150 ml Gemüsefond, 1 Stern Anis ATI Speisestärke, 1 Viertel TI gemahlene Kurkuma, 4 kleine Burrata, Klammer auf 125 Gramm, Klammer zu, Salz 40 Gramm, Babyblattspinat, eine reife Birne, Klammer auf ca. 200 Gramm, Klammer zu, 5 Exaliter Olivenöl, 80 Gramm Zwiebeln, 1 längliche Radicchio, 20 Gramm Speck, Klammer auf ca. 200 Gramm, Klammer zu, 2 Exaliter neutrales Öl, Pfeffer, 1 TI Tomatenmark, erstens für die Birne weißen Portwein. Wermut 150 ml Wasser, Sternanis, Kurkuma und 1 TI Salz in einem kleinen hohen Topf einmal aufkochen. Birne schälen, in den kochenden Fond geben, mit einem kleinen Teller beschweren und zugedeckt bei milder Hitze 15 bis 20 Minuten garen. Birne im Topf abkühlen lassen. Zweitens für die Soße Zwiebeln halbieren und in feine Streifen schneiden. Speck verwürfeln. Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebeln und Speck darin bei mittlerer bis starker Hitze 2 Minuten braten. Tomatenmark 30 Sekunden unterrühren mit Braten. Mit rotem Portwein 50 ml Balsamico Gemüsefond und 150 ml Wasser auffüllen und offen ca. 20 Minuten leicht kochen. Durch ein feines Sieb in einen zweiten Topf gießen und gut abtropfen lassen, eventuell durchstreichen. Soße auf 120 ml einkochen und mit der in wenig Wasser angerührten Stärke binden. Soße einmal aufkochen und beiseite stellen. Drittens Burrata aus dem Kühlschrank nehmen und temperieren. Spinat putzen, verlesen, waschen und trocken schleudern. Restlichen Balsamico mit 3 Exaliter Olivenöl in einer Schüssel verrühren, mit Salz würzen. Radicchio längs vierteln. Viertens restliches Olivenöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Radicchio darin mit den Schnittflächen nach unten bei mittlerer bis starker Hitze 1 bis 2 Minuten braten. Herdplatte ausschalten. Birne aus dem Fond nehmen und vierteln. Fünftens Soße langsam erwärmen. Spinat mit etwas Dressing in einer Schüssel behutsam mischen. Spinat mit Birne, Radicchio und Burrata auf den Tellern anrichten. Radicchio mit etwas Soße beträufeln. Burrata mit etwas Pfeffer bestreuen und servieren. Ganze Rehrücken mit Gemüse mittelschwer für 4 Portionen 400 Gramm feine Buntmöhren, 4 Exaliter Olivenöl, 1 Kilogramm Romanesco Zucker, 1 Rehrücken, Klammer auf 1 Kilogramm, beim 200 ml Mineralwasser mit Wildhändler vorbestellen, Klammer zu, Kohlensäure 2 Exaliter neutrales Öl, außerdem, Fleisch 30 Gramm Butter, Thermometer, Salz, erstens Möhren putzen, Klammer auf etwas grün stehen lassen, Klammer zu, schälen und längs halbieren, Romanesco putzen, äußere Blätter und Stiele entfernen, Romanesco in kleine Röhrchen schneiden und in kochendem Salzwasser 4 bis 5 Minuten leicht knackig garen, mit einer Schaumkelle herausnehmen, abschrecken und gut abtropfen lassen, feucht abgedeckt beiseite stellen. Zweitens Rehrücken parieren, vorsichtig die Silberhaut entfernen. 2001 und 2010 G Butter in einer großen breiten Pfanne erhitzen. Fleisch salzen und in der Pfanne mit der Fleischseite nach unten bei mittlerer bis starker Hitze ca. 1 Minute braten. Rehrücken mit der Knochenseite nach unten auf ein Backblech geben und im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad, Klammer auf, Gas 1 bis 2, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten bis zu einer Kerntemperatur von 53 Grad garen, Klammer auf, mit einem Fleischthermometer messen, dauert 25 bis 28 Minuten, Klammer zu. Drittens für die Möhren 2 Exaliter Olivenöl in einem breiten Topf erhitzen. Möhren darin bei mittlerer bis starker Hitze 1 Minute unterschwenken dünsten mit Salz und eine Prise Zucker würzen. 100 ml Mineralwasser zugeben und zugedeckt bei milder Hitze 6 bis 8 Minuten garen. Restliches Olivenöl und restliche Butter in einem Topf erhitzen. Romanesco darin 1 Minute farblos erwärmen.
restliches Mineralwasser zu geben. Zugedeckt warm halten. Viertens Fleisch aus dem Ofen nehmen, mit Alufolie abdecken und 5 Minuten ruhen lassen. Die Filets vorsichtig von den Knochen lösen und schräg in 3 cm dicke Scheiben schneiden. Fleisch mit Gemüse, Spätzle und Wildsoße, Klammer auf, sie folgende Rezepte, Klammer zu, auf vorgewärmten Tellern anrichten und sofort servieren. Zubereitungszeit 1:15 Stunden, Proportion 43 Gramm E, 24 Gramm F, 10 Gramm Kh gleich 450 Kilokalorien, Klammer auf 1883 Kilojoule, Klammer zu. Mungos mit exotischem Obstsalat und Kardamomsud mittelschwer, gut vorzubereiten. Für 4 Portionen muss 4 TI Puderzucker, 20 Gramm gemahlene Mohn, eine Dose Litchis, Klammer auf 425 Gramm, Klammer zu, 70 Milliliter Wermut, Klammer auf, zum Beispiel Neuli, 8 Kardamom Katzenbrat, Klammer zu, / Vanilleschote, 3 Blatt weiße Gelatine, 1 Biolimette, 250 Gramm weiße Schokolade, 1,5 bis 1 TI Speisestärke, 1 Ei, Klammer auf, KI, M, Klammer zu, 2 Eigelb, Klammer auf, KI, M, Klammer zu, 1 Baby Ananas, 600 ml Schlagsahne, 1 kleine Mango Obstsalat und Blätterteig, 200 Gramm Papaya, 1 kleine TK Blätterteigplatte, 2 Tamarillo, Klammer auf, ca. 100 Gramm, beim, Klammer auf, ca. 45 Gramm. Aufgetaut, Klammer zu, Obsthändler vorbestellen, Klammer zu, erstens am Vortag für die Musmoon und 50 ml Wermut im Topf bei milder Hitze, unterrühren, so lange erwärmen, bis der Wermut verdampft ist, Moon beiseite abkühlen lassen, Gelatine in kaltem Wasser 10 Minuten einweichen, Schokolade grob hacken und in einer Schüssel überm heißen Wasserbad schmelzen. Ei und Eigelbe mit dem Handrührer in einer Schüssel über einem zweiten heißen Wasserbad, cremig dicklich aufschlagen, restlichen Wermut erhitzen, ausgedrückte Gelatine darin auflösen, erst Schokolade, dann Mohn und Gelatine, unter die Eimasse rühren, Masse mit dem Schneebesen im kalten Wasserbad in 5 bis 10 Minuten kalt schlagen. Sahne nicht zu steif schlagen, / 3 unter die Masse rühren, restliche Sahne nach und nach vorsichtig unterheben, muss in einer nicht zu flachen Form kalt stellen, ist die Masse ausgekühlt, mit Klarsichtfolie abdecken, über Nacht kalt stellen, zweitens Teig auf leicht bemehlter Arbeitsfläche dünn ausrollen, mit 1 TI Puderzucker bestreuen und von der kurzen Seite her hälftig umklappen, fest andrücken und dünn ausrollen. Vorgang mit Restlichem-Puderzucker dreimal wiederholen, Teig in kleine Dreiecke schneiden, auf einem mit Backpapier belegten Backblech im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad, Klammer auf, Gas 2 bis 3, Umluft 180 Grad, Klammer zu, 2010 bis 12 Minuten backen, abkühlen lassen und trocken lagern. Drittens am Tag danach für den Sud Litchis in einem Sieb abtropfen lassen, den Sud auffangen. Kardamomkapseln aufbrechen, Samen herauslösen und fein zermahlen, Vanilleschote längs halbieren, das Mark herauskratzen, Limette waschen, trocken tupfen, 2 Streifen Schale abschälen, Limette auspressen, 200 ml Litchisud, Kardamom, Limettensaft, Schale, Vanilleschote und Mark, in einem Topf kurz aufkochen, mit der in wenig Wasser angerührten Stärke binden und in einer Schüssel beiseite stellen. Viertens Ananas schälen, längs achteln, harten Strunk entfernen, Mango schälen, Fruchtfleisch in Stücken vom Stein schneiden, Papaya schälen, entkernen, in dünne Spalten schneiden, Tamarillo schälen und quer halbieren, Obst im Kardamomsud marinieren. Fünftens aus der Mohnmus mit warmen Esslöffeln Nocken ausstechen, mit Obst und Sud auf Teller geben und servieren, Blätterteigecken dazu servieren. Zubereitungszeit 1:30 Stunden plus Kühlzeit über Nacht, Proportion 14 Gramm E, 77 Gramm F, 94 Gramm Kh gleich 1165 Kilokalorien, Klammer auf, 4876 Kilojoule, Klammer zu. 1 Kilogramm Knollensellerie, 100 ml roter Portwein, 50 ml Cassis Likör, 50 ml Aceto Balsamico,
Klammer auf, siehe Info, Klammer zu, 1 Sternanis, 4 frische Feigen, Klammer auf, ca. 70 Gramm, Klammer zu, 10 Gramm Butter, 100 Milliliter Orangensaft, Klammer auf, frisch gepresst, Klammer zu, 1 TE Orangenmarmelade, erstens Sellerie putzen, Wurzelansatz und gegebenenfalls die Erde entfernen, Sellerie in Alufolie wickeln. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad, Klammer auf, Gas 2 bis 3, Umluft 160 Grad, Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten 1:20 bis 1:30 Stunden, garen. Zweitens, inzwischen für die Feigen Portwein, Cassis Likör, Balsamico, Sternanis und 2 Exaliter Wasser in einem Topf bei mittlerer Hitze leicht sirupartig einkochen. Feigen waschen, vierteln und in eine Schale geben. Portweinmarinade durch ein feines Sieb gießen. Drittens, für das Dressing Butter, Orangensaft, Marmelade und Senf in einen Topf geben, aufkochen und bis zur Hälfte einkochen. Sellerie aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen, aus der Alufolie nehmen, schälen und in hauchdünne Scheiben schneiden, Klammer auf oder hobeln, Klammer zu. Orangensauce in einer Schüssel mit 2 TI Apfelessig und 1 Exaliter Öl verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Viertens, Feldsalat putzen, die Wurzeln entfernen, Feldsalat waschen und trocken schleudern, Radieschen waschen, putzen und in dünne Scheiben schneiden, Klammer auf oder hobeln, Klammer zu, Radieschen mit 1 TI Essig und Salz in einer Schüssel mischen. Fünftens, Y der Selleriescheiben nebeneinander auf einen großen Lachenteller legen, Schlauch an die Räucherpistole stecken, 3 Pistole mit ca. 1 TI Räucherchips füllen. Pistole anstellen, Chips anzünden, Schlauch auf den Teller legen, mit der Käseglocke erschließen, die Glocke mit nassem Küchenpapier abdichten, Paragraphstole 45 Sekunden laufen lassen, bis die Chips verbraucht sind, Unterstrich gedeckt im Rauch 10 Minuten stehen lassen, den Vorgang mit restlichen Sellerie wiederholen, L-R den Feldsalat restlichen Essig mit restlichem Öl und verrühren. Feldsalat behutsam mit dem Dressing mischen, S-Orangensenf-Dressing auf vorgewärmten Tellern Sellerie, Radieschen, Feigen und Feldsalat, darauf legen, mit Portweinreduktion beträufeln und servieren. J-Bereitungszeit 2:30 Stunden, RO Portion 4 Gramm E, 10 Gramm F, 25 Gramm KA gleich 257 Kilokalorien, Klammer auf 1071 Kilojoule, Klammer zu. Breite Nudeln, Klammer auf, mal Tagliati, Klammer zu, einfach, gut vorzubereiten, vegetarisch für 4 Portionen 250 Gramm Mehl, Klammer auf, gesiebt, Klammer zu, außerdem, Mehl und doppelt 2 Eier, Klammer auf, kl, m, Klammer zu, gemahlenen Hartweizengrieß 6 Eigelb, Klammer auf, kl, m, Klammer zu, zum Bearbeiten, gezacktes ATI gemahlene Kurkuma, Nudelrad, Salz, erstens Mehl, Eier, Eigelbe, Kurkuma und 1 TI Salz, mit den Händen verkneten, Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche 5 Minuten kneten, in Klarsichtfolie wickeln und eine Stunde ruhen lassen, zweitens Teig halbieren, eine Hälfte auf einer mit wenig Grieß bestreuten Arbeitsfläche dünn zu einer Teigplatte, Klammer auf, ca. 38 x 38 cm, Klammer zu, ausrollen. Teigplatte mit dem gezackten Nudelrad unregelmäßig in höchstens 2 cm breite Streifen schneiden. Nudeln auf einem mit wenig Grieß bestreuten Backblech verteilen und leicht antrocknen lassen. Mit dem restlichen Teig ebenso verfahren. Drittens, reichlich Salzwasser aufkochen, Nudeln eine Minute darin sprudelnd kochen lassen, in ein Sieb gießen und abtropfen lassen, dabei 100 bis 150 Milliliter Nudelwasser auffangen, Nudelwasser, Nudeln und Fontina-Soße, Klammer auf, siehe folgendes Rezept, Klammer zu, in einem Topf unterrühren bis zur gewünschten Sämigkeit erwärmen. Mit roter Beete und Nussbröseln, Klammer auf, siehe vorheriges Rezept, Klammer zu, servieren. Zubereitungszeit 35 Minuten plus Ruhezeit 1 Stunde pro Portion 15 Gramm E, 12 Gramm F, 52 Gramm KA gleich 392 Kilokalorien, Klammer auf, 1644 Kilojoule, Klammer zu. Grieflammerie mittelschwer, gut vorzubereiten für 4 Portionen 1/2 Vanilleschote 1 Eigelb, Klammer auf, KI
Klammer zu, 550 Milliliter Milch, Salz, ein Eiweiß, Klammer auf KI. Klammer zu, 25 Gramm Zucker, 4 TI weißer Zucker, 1 Streifen Bio-Zitronenschale, außerdem 4 kleine Garnier 1 Sternanis, 25 Gramm Butter, Ringe Klammer auf, 7,5 cm 0 Klammer zu, Klarsicht, 80 Gramm Hartweizengrießhülle. Creme Brûlée Brenner, erstens Ringe innen mit 1 Streifen fester Folie, Klammer auf, zum Beispiel aus einer Klarsichthülle zugeschnitten, Klammer zu, auslegen und in eine mit Klarsicht, Folie ausgelegte Form stellen. Zweitens Vanilleschote längs halbieren und das Mark herauskratzen. Milch, Vanilleschote, Mark, eine Prise Salz, Zucker, Zitronenschale, Sternanis und Butter aufkochen und 30 Minuten beiseite ziehen lassen. Vanilleschote, Zitronenschale und Sternanis herausnehmen. Würzmilch erneut aufkochen, Grieß einrieseln lassen, Hitze reduzieren und unterrühren, ca. eine Minute erhitzen. Grießmasse drittens 2010 bis 15 Minuten vor dem Anrichten die Grießflammeris aus dem Kühlschrank nehmen. Flammeris mitsamt Ringen vorsichtig aus der großen Form nehmen, Ringe dabei am besten etwas seitlich kippen und auf einen Teller stellen. Ringe nach oben abziehen, Folie abziehen. Grießflammeris mit jeweils 1 Tee Zucker bestreuen. Mit dem Creme Brûlée Brenner dunkelbraun abflämmen. Apfelkompott und Sorbet Klammer auf, sie folgende Rezepte Klammer zu, zugeben und servieren. Zubereitungszeit 45 Minuten plus Kühlzeit über Nacht, Proportion 8 Gramm E, 11 Gramm F, 34 Gramm KH gleich 280 Kilokalorien, Klammer auf 1173 Kilojoule, Klammer zu.